Und damit wieder herzlich willkommen zu Ni no Kuni 2 und einer weiteren Runde, in der wir in der Bibliothek nach der Vergangenheit suchen und uns jetzt gemeinsam beraten mit allen anderen, was wir dagegen tun können. Hast du genug gelesen, Roland? Sollte fürs Erste reichen. Gut, dann rufe ich die anderen. Ja, Gott sei Dank, wir haben ja gelesen wie die Verrückten. Ich habe mir die Aufzeichnungen zur Geschichte verschiedener Länder angesehen. Die Geschichte dieser Welt ist unscheinbar. Ist scheinbar eine Geschichte voller Kriege. Was soll ich sagen? Letzten Endes ist es doch überall gleich. Wenn wir also ein Land ohne Krieg erreichen wollen, muss das wohl heimlich an einem abgeschiedenen Fleckchen Erde passieren. Ei, dieses rückwärtsgerichtete Denken gefällt mir gar nicht. Aber die Tatsachen sind nicht von der Hand zu weisen. Aber es muss doch einen Weg geben, alle Länder dieser Welt zusammenzubringen. Wenn alle Länder zu einem einzigen riesigen Land vereint würden, dann gäbe es auch keinen Grund für Krieg mehr. Das ist jedenfalls, was ich denke. Also für mich klingt das eigentlich nach einem guten Plan. Alle Länder an einen Tisch zu bringen, ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Und vielleicht können wir auf diesem Weg auch so etwas wie ein globales Abkommen erzielen. Wenn ich mir aber die historischen Unterlagen so ansehe, gab es in dieser Welt noch keinen, der es bewerkstelligt hat, dass alle Länder an einem Strang ziehen. Ich kenne einen Mann, der das geschafft hat. Wirklich? Und wer war das? König Aldervan. Er hat alle Länder, groß und klein, vertraglich verbunden und so die Welt geeint. Es ist ein wahrer Held. Wahnsinn, das wusste ich gar nicht. Ich habe sämtliche Schriften zu allen Ländern durchforstet, aber so eine Aufzeichnung habe ich nicht gefunden. Nun, manches Wissen bleibt eben nur im Überlieferungen erhalten. Aldervan, der Held. Also gut, lasst uns erst einmal nach Hause zurückkehren und unser weiteres Vorgehen besprechen. Ich glaube, ich weiß jetzt, welches Symbol unser Land repräsentieren soll. Jawohl, da bin ich mal gespannt, welches Symbol auf uns zukommt. Irgendso vielleicht ein durchgestrichenes Schwert. Es gibt neue Einträge im MacBook. Die schauen wir uns natürlich gleich an. Hier haben wir einmal Captain im 1016. Kennt ihr Yu Ken, die Kindergärtnerin? Ist es nicht absolut herzergreifend, wie sie sich um ihre Schützlinge kümmert? Kein Wunder, dass die Kleinen ganz verrückt nach ihr sind. Ach Kind, müsste man nochmal sein. Sorry, wollte nicht jammern. Okay. Dann haben wir hier Schnauzer geht seinen Weg. Heute geht es in Leute, die ihren Weg gehen, um Schnauzer, den goldoradischen Meisterbaumeister. Er ist nicht nur für die prächtigen Bauwerke des Landes verantwortlich, sondern hat sich mit seinem Hammer auch einem Gefecht ein ums andere Mal bewiesen. Ein meisterliches Vorbild. Ich hatte ihn mir irgendwie spleeniger vorgestellt. Ich habe gesehen, wie er Felsen zerhämmert hat. Ich habe gesehen, wie er einen Baum geschleppt hat. Wow, toll. Und als letztes der Auftrag Express wird mobil. Buchwalter. Sie können meine Dienste jetzt auch im Ausland in Anspruch nehmen. Wenn Sie mich irgendwo mit diesem Schild stehen sehen, sprechen Sie mich einfach an. Ich arbeite auch als Personenvermittler. So, das gefällt uns natürlich. Da ist mal gleich mal ein Smiley da. Und der Fisch gefällt uns auch. So, toll.
Dann müssen wir mal gucken. Und zwar brauchen wir ja jetzt halt Tagebuch. Genau. Weil das Kasperle, das interessiert uns jetzt noch nicht so. Triff dich im Thronsaal vom Schloss Minneapolis. Schauen wir mal, ob hier noch jemand ist. Nein. Oh, was ist denn das kleine Monster da oben? Sieht das auf der Karte? Da müssen wir mal ganz schnell hoch. Boah, jetzt sammeln wir natürlich wieder eine Portion Sahne ein. Da bin ich jetzt gespannt, was das kleine Monster da ist. Und dann geht's auch gleich weiter in der Hauptquest. Da links. Was ist das? Ach, das ist der Schildträger. Hallo. Oho, du siehst mir aus wie jemand, der gerne anderen hilft. Du möchtest wissen, was mit dem Auftragsexpress auf sich hat? Das ist eine lange Geschichte, mein Junge, aber ich erzähle sie dir gern. Wir sind so etwas wie ein Kummerkasten. Bürger kommen mit ihren Problemen oder einem Anliegen, das sie selbst nicht bewältigen können, zu uns und wir schreiben es als Buchwalterauftrag zur Erledigung aus. Für jeden erledigten Auftrag erhältst du unsere exklusiven Treuemünzen. Wenn du genügend Treuemünzen gesammelt hast, kannst du die Talentdatenbank und die Gegenstandsbörse des Auftragsexpress in Anspruch nehmen. Auf unsere Talentdatenbank sind wir ganz besonders stolz. Manche Talente sind nur bei uns registriert. Eine ganz exklusive Sache ist das, ja, ja, ja. Du wirst wissen, was passiert, wenn man alle Aufträge erledigt, was? Ich sehe es dir an. Nun, das wird wohl gewiss nicht geschehen. Selbst wenn du alle derzeit ausstehenden Aufträge erlangst, kommen nach einer Zeit doch wieder neu hinzu. Schließlich ist das hier ein Auftragsexpress und ich reise persönlich von Land zu Land, um Aufträge von Bürgern in Not entgegenzunehmen. Sieh doch gleich mal nach, ob ein passender Auftrag für dich dabei ist. Welcome to Swift Solutions. Welcome to Swift Solutions. Eine Hand wäscht die andere, nicht wahr? Im Sinne, was kannst du für mich tun, mein Junge? Hast du Aufträge für mich? Ich möchte einen Bericht erstatten. Ich möchte Münzen tauschen. Ich will erst einmal Münzen tauschen. Stell mir die Talente vor. Oh, krass. Kann ich die Leute kaufen, oder was? Cool. 8 Schilling kostet die Schmiedekunst. Krass, und was muss der für tun? Was kann denn für Gegenstände? Kleines Prisma, rotes Prisma. Ringe. Dunkelring, Lebensding, Talismänner. Reizwolle. Okay, hier gibt's also ganz schön tolle Gegenstände auch. Mondgold. Krass. Okay, was muss ich denn da machen? Hast du Aufträge für mich? Allmächt. Treumünzen. Salbenmacher in Not. Hier ist eine Anfrage von einem Salbenmacher aus Colorado. Ich habe echt viel zu tun und keine Zeit, mir die Bestandsteile für meine Salben selbst zu suchen. Kann mir bitte jemand helfen? Das ist doch ein passender Auftrag für dich. Besorg ein paar Kräuter. Ja. Jetzt kann ich natürlich schauen, was ich schon alles hab, wie zum Beispiel das hier. Annehmen, das habe ich schon. 2 von 5, 3 von 3. Dann nehme ich halt einfach mal das an, was ich schon hab. Ich weiß zwar noch nicht. Edelstahlrüstung, Soldatenschwert. Shit ey, das habe ich alles erst verkauft. Vielleicht kann ich das auch einfach kaufen dann. Aber ich möchte Bericht erstatten. Mein erster Auftrag, Errungenschaft erstattet. Errungenschaft erhalten. Toll, wow, ich hab's einfach drauf. Und jetzt habe ich 42 dieser tollen Punkte. Und die tausche ich irgendwann anders mal an. So. Dann müssen wir auf jeden Fall in die Stadt zurück.
nach Minneapolis und mal gucken, was... Hallo? Mal gucken, was da los ist im Schloss. Du hältst brandgefährliches Chili. So, Meister, was kann ich denn hier eigentlich? Tonne Lütchen, das ist etwa Mondgold. Was sagst du, Junge? Wenn du mir überlässt, gebe ich dir meine heimliche Reserveknochen. Ja, okay. Na, dann lass mich mal einen Blick drauf werfen. Ich bin ja nicht Christ. Aber solche Münzen sind kostbar und die werden gern gefälscht. Wie viele Beutel Mondgold möchtest du eintauschen? Uff. Ey, Mondgold kann ich auch beim anderen kaufen. 3000k. Okay, tauschen. Das ist natürlich eine gute Sache. Da kann ich dann dieses Mondgold gegen richtiges Gold tauschen. Und hier haben wir auch nochmal 2,5. Das heißt, wir können hier richtig entwickeln jetzt. Oh, diese Animation, wie die mir am Sack geht. So, haben wir hier irgendwas geforscht? Neues Talent ist da. Wow, Kurzer hat einfach die übelste... Ja, stimmt schon. Eignung dafür. Und ich kann jetzt mal Rüstungen 2 forschen, oder? ey. Kann man mal effizientes Handwerken. Was können wir denn hier wieder Talent zuweisen? Dalmatiner, alles sind da schon da. Forschungen. Was braucht man denn, um das zu erweitern? 4000 habe ich doch. Einflussgewinn. 37.000. Ja, weiß ich nicht. Man muss wahrscheinlich noch einiges erlernen. Damit man das hier erweitern kann. Hier kann ich nichts lernen, oder? Erweitern. Ach so, das steht da unten links. Jetzt habe ich es gesehen. Zauberforschen lernen, Einrichtung aufsuchen, Erweiterungsbedingungen, Königreich mindestens Rang 2. Ach, das kann ich auch auf Königsklasse erweitern, Schloss erweitern. Mindestens 25 Talente erworben, mindestens 10 Einrichtungen erbaut. Aha. Kommen wir der Sache schon mal ein wenig näher. Hier haben wir was abgeschlossen. Erforscht. Das Thema Knuffis richtig großziehen 1 wurde vollständig erforscht. Okay, Knuffikunde 2. Machen wir 20% günstiger. Machen wir hier mal rein. Hier kann man auch noch was forschen, oder? Fernkampfwaffen 2 wäre noch im Angebot oder Qualitätswaffen 1. Uff. Ist ein bisschen zu teuer. Machen wir mal das hier rein. Und dann schauen wir mal, was wir können machen. Platz für Pennys Markt. Einrichtung erbauen. Oh, schön. Pennys Markt ist fertig. Talent zuweisen. Oh, Penny haben wir ja schon. Dieses Talent befindet sich mitten an der Forschung. Penny für Pennys Markt, das wäre natürlich schön. Die können wir jetzt aber momentan nicht rausziehen. Dosenfischmarkt. Gemütlicher Bazar. Schreinerei. Metalllabor. Okay, dann bauen wir doch einmal ein Metalllabor. Eigentlich könnten wir alles bauen, oder? Ist das so toll, wenn man alles bauen kann? Talent zuweisen. Leider ist keiner da. Finanzpolster, Geld her, Gegner hinterlassen im Kampf mehr Gulden. Sehr gut. Dann warte mal, dann nehme ich hier mal kurz. Ups, niemanden. Weil keiner frei ist.
Okay, dann bauen wir eine Schreinerei, und zwar die Schreinerei Kastanie. Können kein Talent zuweisen. Produziert Holz, Harze und Pilze. Okay, sehr schön. Dann können wir hier noch diesen tollen, gemütlichen Bazar errichten. Gemütlicher Bazar ist fertig. Können wir auch noch nichts machen. Halt, da ist noch ein Grundstück. Fängt Fisch und Meeresfrüchte, Muscheln und Korallen. Bekomme ich die einfach so oder muss ich die dann noch fangen? Vielleicht muss ich da mal hinlaufen, ne? So, da haben wir $980. Dann eine Kaserne. Einrichtung erbauen. Ich glaube, die Gegenstände, also die Gebäude, die waren ja auch noch viel krasser. Sturmangriff Level 2. Verbessere den Sturmangriff, sodass die Gegner nur durch die Luft fliegen. Teamarbeit für Anfänger. Die Ausdauerleiste wird erweitert. Ist auch nicht so teuer, ne? Cool. Allmächt, wie viele Gebäude gibt es denn hier noch? Bergarbeiterstation. Die bauen wir auch immer noch. Vielleicht kriegen wir hier einfach so Gegenstände. Talent zuweisen. Ach so, da können wir jetzt einfach mal andere zuweisen. Aha. Aha. Was brauchen wir denn hier? Was brauchen wir denn hier? Weiß ich nicht. Was habe ich denn jetzt überhaupt gebaut? Uff. Das erste Monsterjägerkampf ist fertig. Ja, einen habe ich da noch übrig, oder? Den Pierre. Langjähriger Pirat. Okay, ich weiß nicht, was ich jetzt hier kann. Was haben wir jetzt da noch übrig? Pfadfinderhütte. Platz für den Hof Mu und ein Hobbyfeld. Und ich glaube, das war's dann. Unbebaut 1, 2, 3 Unbebaute. So. Jetzt kann ich da mal rumlaufen. Genau, und dann kann ich mal gucken. Die Kaserne, da ist jetzt jemand drin. Hallo. Heute Morgen habe ich beim Putzen hier etwas gefunden. Ich kann damit nichts anfangen, also dachte ich, gebe es dir. Wenn du es nicht brauchst, kannst du es ja wegschmeißen. Ah, Zerrit. Okay, sehr cool. Und was kann man da? Nach einem Feldzug gibt es nichts Besseres als ein gutes Steak und Heldengeschichten am Lagerfeuer. Nächstes Mal musst du auch ein paar Geschichten zum Besten geben, Evan. Okay, das war's. Du erhältst eine Spatzenfeder. Hey, ist ja cool, wenn man sich hier unterhält mit den Leuten, bekommt man immer verschiedene Sachen, oder was? Ein Scheit normales Holz. Oh, paar Fellschuhe. Jetzt wollte ich schon fast sagen, du bist doof. Von dir kriegt man nichts. Okay. Ihr seid doof, von euch bekommt man nichts. Tante Martha. Und das Dorf nimmt langsam Gestalt an. Und unser Koch. Ich koche hier heute ein... Ach nö, habe ich eigentlich schon gekocht. Omelette und diese Brötchen habe ich schon. So, da hinten können wir nichts. Der komische Fischbazar ist nicht besetzt. Und das scheint es auch gewesen zu sein. Hier kann man nirgendwo rein. Waffen können wir auch keine herstellen. Triff im Thronsaal von Schloss Minneapolis eine Entscheidung über das weitere Fortgehen. Fortgehen? Über das weitere Vorgehen? Ich würde am liebsten so schnell wie möglich mit unseren Besprechungen beginnen, aber als König hast du ja alle
hast du ja noch allerhand andere Verpflichtungen. Sag mir Bescheid, wenn du Zeit hast. Und ich würde sagen, wir haben Zeit beim nächsten Mal. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein und danach machen wir alles Wissen der Welt.